Und jetzt das Heute-Journal mit Kai Sölwe-Richter und Christian Sievers. Guten Abend Ihnen allen. Es ist ein schmächtiger junger Mann, der den herrschenden über 1,4 Milliarden Menschen, den Lenkern der kaufkräftigsten Volkswirtschaft der Welt, keine Ruhe lässt. Er steht mit einem Regenschirm in der Hand auf dem Dach des Reichstagsgebäudes in Berlin. Er schüttelt dem deutschen Außenminister die Hand. Er gibt gleich ein Fernsehinterview hier im ZDF-Heute-Journal. Die Regierung in Peking registriert all das genau. Und sie reagiert prompt. Wer sich mit Joshua Wong trifft, das soll die scharfe Botschaft sein, zieht unseren Zorn auf sich. Joshua Wong ist einer der Köpfe der Demokratiebewegung in Hongkong, die seit Monaten Hunderttausende auf die Straßen bringt. Er ist für Chinas Mächtige eine Art Staatsfeind. Und auch das zeigt Wongs Reise nach Berlin. Er macht ihnen Angst. Andreas Künast berichtet. Joshua Wong ist zu spät, aber kein Problem, Berlin hat gewartet. Im Bundestag ist der Hongkonger Politikstudent der Liebling der Stunde. Wong trifft die CDU, Wong trifft die FDP, Wong trifft eine Stadt, die ihn versteht. Hongkong ist so, wie Berlin im Kalten Krieg war. Der Druck auf die Menschenrechte, die Polizeigewalt. Ich wünsche mir deutliche Worte der Kanzlerin an Präsident Xi. Vergangene Woche hat die Kanzlerin Präsident Xi an die Rechte und Freiheiten Hongkongs erinnert, vor laufenden Kameras. Und danach chinesische Menschenrechtler getroffen, sicherheitshalber ohne Kameras. Das war viel für Merkel und viel zu wenig für Joshua Wong. Er wollte unbedingt nach Berlin, er wollte früher kommen, aber sie haben ihn vor seinem Abflug noch einmal festgenommen. Joshua Wong ist 22, aber schon seit 5 Jahren das Gesicht des Hongkonger Freiheitskampfs. Der sehr junge Mann, der das sehr große China herausfordert. Die paar Sekunden, die Wong gleich nach seiner Ankunft mit Außenminister Maas spricht, am Rande eines Berliner Sommerfests, reichen aus für eine diplomatische Krise. Wir stellen fest, dass Deutschland den Separatisten aus Hongkong einreisen lässt, um sich an anti-chinesischen Aktivitäten zu beteiligen. Minister Maas hat sich sogar mit ihm getroffen. Wir protestieren und legen eine ernsthafte Beschwerde ein. Binnen 2 Tage hat sich das Verhältnis zwischen Deutschland und China so rapide verschlechtert wie lange nicht. Berlin findet sich plötzlich in einer Rolle wieder, die die Bundesregierung nie wollte, in Opposition zu Peking. Das kann erfahrungsgemäß dauern. Also ich erinnere daran, als der Friedensnobelpreis an Liu Xiaobo gegangen ist und plötzlich die norwegische Regierung keinen Fuß mehr auf den Boden gekriegt hat in China. Als David Cameron den Dalai Lama in Downing Street 10 empfangen hat, keinen Fuß mehr gekriegt hat auf den Boden in China. Und so möchte Wong Berlin ein bisschen antreiben und Berlin Wong ein bisschen bremsen. Hongkong ist Teil der Volksrepublik China und ich glaube, Diplomatie kann man nicht mit der Brechstange erzwingen. Und das muss auch Herr Wong und seine Mitstreiter verstehen. Die Mitstreiter von Herrn Wong haben sich erst gestern wieder an die Hand genommen. In Berlin geht es um viel, in Hongkong um alles. Joshua Wong ist jetzt bei uns im Heute-Journal. Herr Wong, guten Abend nach Berlin. Good evening. Guten Abend. Herr Wong, Sie wollen auf Ihrer Reise bei Politikern um Unterstützung werben. Wie zufrieden sind Sie mit dem, was Sie da von der deutschen Regierung bislang hören? Wir hoffen, dass wir von allen Parteien Unterstützung bekommen, sodass alle Menschen auf der Welt, gerade auch in Deutschland, wissen, dass die Hongkonger leidenschaftlich für freie Wahlen kämpfen und dass sie von der Regierung in Hongkong wollen, dass die Polizeibrutalität aufhört. Und unser Kampf für Demokratie und Freiheit wird durch die Unterdrückung durch China nicht untergehen. Der deutsche Außenminister hat gestern am Rande einer Feierlichkeit mit Ihnen gesprochen, hat dafür prompt Ärger aus Peking bekommen. Die Kanzlerin redet nicht mit Ihnen hier in Berlin. Sie war aber jetzt gerade in China und hat dort betont, wie wichtig Rechte und Freiheiten für Hongkong sind. Reicht Ihnen das? I urge the Chancellor.
Ich sage, dass die Kanzlerin Präsident Xi gegenüber eine klare Botschaft ausdrücken muss. Kriegsrecht oder Truppen sind nicht die richtige Antwort. Die Hongkonger wollen einfach nur freie Wahlen. Wir müssen unsere eigene Regierung wählen können. Und das und Peking muss das, das ist ja auch das Versprechen, was damals in dem Vertrag über Hongkong die chinesische Regierung versprochen hat. Und dieser Vertrag ist ja registriert unter den Vereinten Nationen. Herr Wong, Sie sind, seit Sie 12 sind, politisch aktiv. Sie waren mehrfach im Gefängnis, jetzt auch gerade wieder festgenommen worden in Hongkong, dann wieder freigelassen. Haben Sie zwischendurch mal daran gedacht, aufzugeben? In der David versus Goliath Battle. We shall never surrender. Also in diesem Kampf werden wir niemals aufgeben. Manchmal fühlen sich die Menschen unterdrückt, aber wir lieben Hongkong, wir lieben Hongkong und unser Kampf wird weitergehen, bis Hongkong die Heimat sein kann, wo wir nach unserem eigenen Gusto auch leben können. Was würden Sie sagen, muss passieren? Was muss erreicht sein, damit Sie sagen, wir hatten Erfolg mit unserer Bewegung und jetzt können wir die Bewegung auch wieder einstellen? Under hardline and authoritarian suppression, Hong Kong is the new Berlin. Unter dieser Unterdrückung ist ja Hongkong das neue Berlin. Und wir machen mit unserem Kampf weiter, bis wir freie Wahlen haben. Das heißt, die Hongkonger müssen das Recht haben, die eigene Regierung zu wählen. Wir müssen Herr im eigenen Hause sein. Bis wir das erreicht haben, werden wir weiterkämpfen, bis Hongkong der Ort sein kann, wo wir unser eigenes Schicksal bestimmen können. Jetzt gibt es, Herr Wong, aber auch in Hongkong durchaus Bürger, die sagen, jetzt reicht's auch mal. Die wollen offensichtlich lieber Ruhe haben. Was sagen Sie denen? No police, we have peace. When 2 Ohne Polizei gibt es Frieden. Wenn 2 Millionen Menschen, ein Viertel der Menschen in Hongkong auf der Straße sind, dann zeigen wir die Solidarität der Hongkonger und wir zeigen, dass eines Tages die Hongkonger Demokratie genießen können. Das ist auch unsere Hoffnung. Haben Sie manchmal Angst, Herr Wong? We may be a bit tired. Wir sind vielleicht ein bisschen müde und ängstlich. Es gab ja hunderte von Aktivisten, die inhaftiert wurden, die verurteilt wurden. Das ist ein kleiner Preis, den wir zahlen müssen, aber das ist kein Grund, uns bedroht zu fühlen oder nachzugeben gegenüber der Unterdrückung durch Peking. Was machen Sie, sollte die Führung in Peking sich entscheiden, irgendwann die Armee zu schicken? Die Menschen in Hongkong werden weiter kämpfen. Jetzt ist die Zeit, dass die Führer dieser Welt eine klare Botschaft an Präsident Xi schicken, dass der Einsatz von Truppen kein Ausweg ist. Und das, was vor einigen Dekaden passierte, darf nicht in Hongkong noch mal passieren. Sagt Joshua Wong, Aktivist für die Demokratie in Hongkong. Ich danke Ihnen fürs Gespräch heute Abend. Thank you. Ich danke Ihnen. Das Gespräch haben wir aus Termingründen kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Was da heute im Bundestag zu erleben war, wirkt ein bisschen so, als ob man ein Haus bauen möchte. Die Finanzierung steht, alles aus Eigenmitteln, keine neuen Schulden, klopft sich der Kassenwart auf die Schultern. Allerdings ist das Ganze bislang ohne Dach gerechnet. Diese Kosten kämen dann halt noch mal dazu. Es ist Haushaltswoche im Parlament. Bundesfinanzminister Olaf Scholz sagt, wie viel er kommendes Jahr ausgeben will, 360 Milliarden Euro. Und wie viel er einnehmen will, 360 Milliarden Euro. Das sieht erstmal sehr solide aus. Stichwort schwarze Null. Wie sinnvoll das angesichts von Nullzinsen und Minusaussichten für die Wirtschaft noch ist, auch darüber haben die Abgeordneten heute diskutiert. Vor allem aber über die Tatsache, dass die Ausgaben für den Klimaschutz sehr teuer werden dürften und dass die in dieser Finanzplanung noch gar nicht drin sind. Aus Berlin, Florian Neuhahn. Als Olaf Scholz am Morgen in den Bundestag kommt, rätseln die Beobachter noch, in welcher Rolle er heute auftritt. Minister Scholz, der staatstragende Vizekanzler,
Oder Genosse Olaf, der Wahlkämpfer um den SPD-Vorsitz. Scholz hat einen unfertigen Haushalt mitgebracht, dem ein entscheidender Teil fehlt. Vor allem die Beschlüsse zum Klimaschutz, die die Koalition erst in 10 Tagen treffen möchte, was heute AfD, Linke und Grüne einmütig kritisieren. Der Bundestag wäre ja heute der Ort, um über das sagenumwobene Klimabudget zu sprechen. Das ist eine parlamentarische Zumutung. Doch selbst für die Grundrente, die ja immerhin im Koalitionsvertrag steht, haben Sie keine Vorsorge im Haushalt getroffen. Das Gleiche trifft für den Klimaschutz zu. Und das ist ein Armutszeugnis für diese Regierung. Es ist Stückwerk, was Sie hier abliefern. Und ich finde ehrlich gesagt, dass es keine ökonomischen, keine klimapolitischen Antworten im Haushaltsentwurf gibt. Das finde ich brandgefährlich. Scholz spricht unter den Augen seines Vorgängers im Amt, Wolfgang Schäuble, den die Beamten im Finanzministerium 2017 mit einem besonderen Gruß verabschiedeten, einer nachgestellten schwarzen Null. Und Scholz beginnt seine Rede ganz vizekanzlerisch, stellt klar, dass er Schäubles Tradition fortführt. Das ist jetzt der 3. Haushalt dieser Regierung, den wir miteinander beraten. Und wie die beiden zuvor ist es ein solider Haushalt, der ohne neue Schulden auskommt. Wo Schäuble es dank sprudelnder Einnahmen aber noch leicht hatte, muss Scholz tricksen, um die schwarze Null zu erreichen. Bei Einnahmen und Ausgaben von 359,8 Milliarden Euro. So zapft Scholz die sogenannte Asylrücklage an, plus 9,2 Milliarden. Und er verpflichtet alle Ministerien zu sparen, knapp 5 Milliarden insgesamt. Dazu kein Wort von Scholz. Stattdessen wechselt er nach Satz 1 in Rolle 2, Genosse Olaf, der Wahlkämpfer. Der etwa die Grundrente fordert und sich freut, dass der Solidaritätszuschlag für manche bleibt. Ich sage, es ist richtig, dass diejenigen, die sehr hohe Einkommen haben, diesen solidarischen Beitrag auch in den nächsten Jahren noch leisten. Da applaudiert, wie während fast der gesamten Rede, nur eine Fraktion, seine eigene. Ich hatte gedacht, es gäbe 23 Regionalkonferenzen bei der SPD. Aber das, was Sie hier an Rede abgehalten haben, war die 24. Regionalkonferenz für die SPD-Fraktion. Und es war nicht die Rede eines Haushaltsministers. Nach einer halben Stunde Redezeit kommt Scholz doch noch zum Thema Klima. Der Vizekanzler wird pathetisch, bleibt aber vage, genau wie sein Koalitionspartner. Jetzt ist es 11:55. Wir müssen handeln. Und die Bürgerinnen und Bürger erwarten das von dieser Regierung und von diesem Parlament zu Recht. Deshalb ist dieser Weg, zu sagen, wir müssen jetzt ambitioniert vorangehen und dann weiterdenken im Sinne eines breiten Konsenses richtig. Und an dem arbeiten wir. Ein Haushalt, an dem noch gearbeitet wird. Und ein Finanzminister, der schon mal geprobt hat für die nächste SPD-Regionalkonferenz um den Vorsitz am Abend in Rheinland-Pfalz. Und wir bleiben noch einen Moment bei der SPD. Die rheinland-pfälzische SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat mal gesagt, körperliche Verletzlichkeit einzugestehen wird von vielen immer noch als Schwäche gesehen und nicht als mentale Stärke. Deshalb ist das eine schwere Entscheidung für jeden Politiker immer noch. Dreyers Kollegin Manuela Schwesig hat heute große Stärke gezeigt. Kai Sölwe mit mir. Ja, und das mit einer Nachricht, die die SPD mitten in die Suche nach einer neuen Parteispitze trifft. Schwesig zieht sich überraschend als kommissarische Co-Vorsitzende zurück. Grund ist eine Brustkrebserkrankung. Ihr Amt als Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern werde sie aber weiterführen. Viele Frauen in Deutschland erkranken jedes Jahr an Brustkrebs. Viele Frauen zeigen, dass diese schlimme Krankheit heilbar ist, dass man dagegen ankämpfen kann. Und ich habe schon einige Kämpfe in meinem Leben geführt und werde auch diesen Kampf führen. Und bin sehr zuversichtlich, dass ich am Ende gesund sein werde. Eine Woche vor der Parlamentswahl in Israel sorgt eine Ankündigung von Regierungschef Netanyahu für Aufsehen. Im Falle seiner Wiederwahl werde er das Jordantal annektieren. Damit werde Israel seine Souveränität auf das Gebiet an der Grenze zu Jordanien ausdehnen. Dort leben neben 60.000 Palästinensern auch 5.000 Israelis in zahlreichen Siedlungen. Beobachter werten Netanjahus Ankündigung als Versuch, mehr Stimmen aus dem rechten Lager zu gewinnen. In Großbritannien hat Premierminister Johnson erneut abgelehnt, bei der EU einen späteren Brexit-Termin zu beantragen, obwohl ihn ein neues Gesetz genau dazu zwingt. Und zwar in dem Fall, dass er bis zum 19. Oktober kein neues Abkommen mit Brüssel aushandeln kann.
Um diese Vorgabe zu umgehen, wollte er erneut eine vorgezogene Parlamentswahl ansetzen. Doch seinen Antrag lehnte das Abgeordnetenhaus auch dieses Mal ab. Unter heftigen Protesten verabschiedeten sich die Parlamentarier danach in die umstrittene Zwangspause. In Italien hat Premierminister Conte auch die Vertrauensabstimmung im Senat gewonnen. Damit kann seine Regierung aus Sozialdemokraten und Fünf-Sterne-Bewegung nun offiziell an den Start gehen. Zuvor hatte ihm schon das Abgeordnetenhaus das Vertrauen ausgesprochen. Conte forderte erneut eine Reform der EU-Haushaltsregeln. Laut dem aktuellen Stabilitätspakt müsste Italien seine Schuldenquote massiv senken. Auch die strikte Flüchtlingspolitik der Vorgängerregierung will Conte etwas lockern. Im irakischen Kerbela sind bei einer Massenpanik mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen. 100 weitere wurden in dem Gedränge verletzt. Das Unglück ereignete sich während des schiitischen Ashura-Festes. Dabei erinnern jedes Jahr Hunderttausende an den Tod des Imams Hussein, ein Enkel des Propheten Mohammed. Möglicherweise stolperte einer der Pilger und löste damit die Panik aus. Als der amerikanische Präsident im April letzten Jahres einen neuen Sicherheitsberater brauchte, er hatte den alten gerade gefeuert, da fiel die Wahl von Donald Trump auf ihn. John Bolton, Markenzeichen Walross-Schnurrbart. Trump mochte dessen markige Worte. Er mochte auch, dass Bolton Trumps Politik regelmäßig im Fernsehen verteidigt hat. Bolton ist ein Hardliner, einer, der für militärische Einsätze der USA in anderen Teilen der Welt wirbt. Die Herrschenden im Iran zum Beispiel wollte er am liebsten von der Macht entfernen. Jetzt muss sich Trump einen vierten Sicherheitsberater suchen. Er hat John Bolton heute vor die Tür gesetzt. Auf Twitter schreibt Trump, Boltons Dienste würden im Weißen Haus nicht länger gebraucht. Elmar Thewissen ist unser Mann in Washington. Elmar, guten Abend. Was ist da passiert zwischen den beiden? Ja, man könnte sagen, zweimal hat es gekracht zwischen den beiden innerhalb von 10 Tagen. In der vergangenen Woche war Bolton empört über die Idee von Donald Trump, die Taliban-Terroristen auf amerikanischem Boden nach Camp David zu Friedensgesprächen einzuladen. Da hat man sich gestritten hier im Weißen Haus und dann gestern Abend noch ein Streit im Weißen Haus darüber, dass eben diese Information über den Streit der letzten Woche an die Öffentlichkeit geraten ist. Das wollte Donald Trump sich nicht gefallen lassen. Gestern sind die Emotionen offenbar hochgelaufen. Bolton hat seinen Rücktritt angeboten, über Nacht dann einen Rücktrittsbrief geschrieben. Donald Trump sagt jetzt, er hätte ihn gefeuert, wie auch immer es war. Es war ganz offenbar der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Trump soll mal gesagt haben, wenn es nach Bolton ginge, hätten wir schon 4 Kriege. Was heißt Boltons Rauswurf jetzt für die US-Außenpolitik? Ja, das heißt in erster Linie, dass die US-Außenpolitik sich ausschließlich nach dem amerikanischen Wahlkampf ausrichtet und nach dem Willen des Präsidenten unbedingt wiedergewählt zu werden im nächsten Jahr. Er will nur mit Wirtschaftssanktionen und Handelskonflikten, Handelskriegen möglicherweise amerikanische Machtinteressen durchsetzen, aber eben nicht mit Militär. Bolton war immer der Meinung, dass man mit Terroristen und Diktatoren eigentlich nur umgehen kann, indem man ihnen auch militärisch droht. Das ist jetzt vom Tisch. Und deswegen ist das natürlich auch ein Signal an die Widersacher Amerikas, dass man mit so etwas militärisch jetzt nicht rechnen muss, sondern bestenfalls mit Sanktionen. Also es wird eine etwas friedliebendere amerikanische Außenpolitik werden, aber eben auch aus einer schwächeren Position heraus. Und das könnten Amerikas Widersacher ausnutzen. Interessante Hintergründe zu diesem Thema. Elmar, herzlichen Dank nach Washington. Und damit zurück nach Europa. Man kann sich an diesem Tag ruhig auch mal grundsätzlich fragen, wie viel Sinn ein Regierungsteam macht, das aus 27 Personen besteht. Und was das allein schon mal aussagt über den Zustand Europas. Einerseits Vielfalt, andererseits Pöstchenproporz. Die neue Europäische Union hat demnächst 27 Mitglieder, sobald Großbritannien den Ausgang gefunden hat. Die neue EU-Kommission hat 27 Kommissarinnen und Kommissare. Jeder Mitgliedstaat will und bekommt seinen eigenen. Aus Deutschland kommt die Chefin Ursula von der Leyen und sie hat heute das Kunststück geschafft, nicht nur all die Einzelstaaten untereinander auszutarieren, sondern auch noch die verschiedenen politischen Richtungen und das Verhältnis von Frauen und Männern. Anne Gellinek stellt das Team vor, das in den kommenden Jahren diese EU managen soll. Punkt 12 kommt Ursula von der Leyen aus der Kulisse in den Pressesaal der EU-Kommission.
das Lächeln eisern, die Vorbereitung perfekt, die Message geschafft. Ich will eine Kommission, die mit Entschlossenheit geführt wird, die akute Probleme anpackt und Antworten gibt. Den ganzen Sommer über hat sie am Personaltableau gebastelt, Ressorts und Kandidaten hin und her geschoben, um möglichst alle zufriedenzustellen. Ost und West, große und kleine Länder, Parteien, Männer und Frauen, Europa eben. 26 Briefe hat die neue Chefin an ihre Kommissare in Spee geschrieben, mit je einer To-Do-Liste zu erledigen von Franz, Paolo und der lieben Margarete. Apropos Margarete, die Dänin Vestager steigt zu einer der mächtigsten Frauen Europas auf. Sie behält das Wettbewerbsressort, indem sie sich mit Donald Trump über die Steuern amerikanischer Digitalkonzerne anlegt und bekommt dazu noch das Power-Thema Digitales. Zweiter Superkommissar, der Niederländer Frans Timmermans. Er koordiniert künftig die Klimapolitik der EU-Kommission. Überraschend, aber irgendwie logisch ist die Ernennung des Iren Phil Hogan zum Handelskommissar. Eine Geste der Solidarität gegenüber Irland, das am meisten unter dem Brexit leiden wird. Ein Ire wird nun ein mögliches Freihandelsabkommen mit Großbritannien verhandeln. Eine kleine Boshaftigkeit gegenüber dem Vereinigten Königreich. Ich kenne Phil Hogan als einen exzellenten und sehr fairen Verhandler. Umstritten ist die Entscheidung, den ehemaligen italienischen Außenminister Gentiloni zum Wirtschaftskommissar zu ernennen. Ausgerechnet Italien soll jetzt aufpassen, dass die EU-Staaten nicht zu viele Schulden machen. Das ist natürlich schon interessant, wenn man einen Vertreter aus einem Land, das uns große Sorgen beim Euro macht, jetzt für den Euro verantwortlich macht. Wir müssen schon aufpassen, dass hier nicht der Bock zum Gärtner gemacht wird. In den nächsten Wochen müssen sich alle Nominierten 3 Stunden lang vom Europaparlament befragen lassen. Und es gibt noch mehr Kandidaten, die durchfallen könnten. Zum einen haben wir den ehemaligen Justizminister aus Ungarn, der also daran beteiligt war, die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn zu schleifen. Zum anderen den Vorschlag aus Polen für den Agrarkommissar. Der hat es aber gerade zu tun mit der Antikorruptionsbehörde OLAF, weil er Gelder falsch eingesetzt hat in seiner Zeit als Europaabgeordneter. Und das Europaparlament hat bis jetzt immer noch einen Kandidaten nach Hause geschickt. Die neue von der Leyen-Kommission soll mehr Schwung nach Europa bringen. Erstmal aber muss die Chefin ihre Wunschkommissare im Parlament durchsetzen. Wir bleiben dran. Und jetzt nochmal Nachrichten, Kai Sölwe. Wenn bei einem Immobilienkredit die Zinsbindung ausläuft, dann dürfen sich die Kreditnehmer eine andere Bank suchen. Und für so eine Umschuldung dürfen die Geldinstitute keine gesonderten Entgelte verlangen. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Im konkreten Fall hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband gegen die Kreissparkasse Steinfurt geklagt. Sie hatte 100 Euro verlangt für die Übertragung einer Grundschuld auf eine andere Bank. Heute hat Apple sein neues iPhone vorgestellt. Ein Termin, auf den Technikinteressierte immer mit Spannung warten. Allerdings scheint der ganz große Hype um die Smartphones vorbei zu sein. Woran liegt das, Valerie Haller in Frankfurt? Und welche Antwort hat Apple darauf? Also das liegt in erster Linie daran, dass Apple-Kunden ihre iPhones länger behalten als früher. Die Innovationen sind ja auch nicht mehr so gigantisch, dass es unbedingt das neueste Modell immer sein muss, zumal die Geräte im Vergleich zu anderen Herstellern ja auch ziemlich teuer sind und den iPhones technisch manchmal sogar überlegen. Apple steuert gegen, setzt nun stärker auf andere Bereiche als das iPhone. Und dennoch stellt Apple-Chef Tim Cook wieder ein neues Modell vor, das iPhone 11, das in vielem nur nach sieht, was die Smartphone-Konkurrenz schon lange drauf hat. Eine neue Kamera, mehr Akkuleistung und eine verbesserte Gesichtserkennung. 5G-Standard, Fehlanzeige. Das iPhone ist immer noch Apples wichtigstes Produkt. Heute macht es weniger als die Hälfte des Umsatzes aus. Es waren aber mal fast 70%. Apple mausert sich nun zum Unterhaltungskonzern. Ab November startet der neue Videostreaming-Dienst Apple TV Plus. Ein Frontalangriff auf Netflix, Amazon und Disney, die ähnlich Dienste anbieten, nur dass Apple mit Kampfpreisen an den Start geht. Auch neu die Spiele Flatrate mit exklusiven Apple Games. Das Geschäft mit den Abos wird für Apple immer wichtiger. Schon heute zählt der Konzern 420 Millionen Abonnements, wozu auch Cloud, Speicherplatz und Apple Music gehören. Das iPhone hat eben seinen Wow-Faktor verloren. Danke an die Börse, Valerie. 2 Tage nach der Havarie eines Frachters vor der Ostküste der USA sind nun alle Insassen in Sicherheit.
Helfer der Küstenwache hatten ein Loch in den Rumpf gebohrt und so auch die letzten der 24 Seemänner gerettet. Das 200 Meter lange Schiff gehört einem südkoreanischen Logistikunternehmen und hat 4000 Autos an Bord. Warum es kenterte, ist noch unklar. Nur, dass das klar ist, ich bin kein Museumsstück, hat Karl Lagerfeld mal gesagt und allen eine Absage erteilt, die ein Lagerfeld-Museum wollten, nicht solange ich lebe. Jetzt ist Karl Lagerfeld seit einem halben Jahr tot und es gibt eine Ausstellung mit Bildern. Lagerfeld hat nie Fotos gesagt, mit Bildern, die der legendäre Modeschöpfer selbst gemacht hat, von anderen und von sich selbst. Es ist der Versuch von langjährigen Weggefährten, nach dem Tod einer prägenden Persönlichkeit das Bild zu prägen, das die Nachwelt von ihm in Erinnerung behält. Homaira Rhein hat sich die Schau in Wedel bei Hamburg angeguckt. Ein Bild, das aussieht wie gemalt, und doch ist es Fotografie. Es zwingt den Betrachter ganz nah heranzutreten, um seinem Geheimnis auf die Schliche zu kommen. Für das perfekte Bild war Karl Lagerfeld kein Aufwand zu groß. Da hat er mir beim Fotografieren gesagt, wissen Sie, woher das Licht kommt? In meiner Dummheit habe ich natürlich gesagt, nein, ehrlich gesagt nicht. Schauen Sie sich mal Vermeer-Bilder an, habe ich dann gemacht. Und als wir wieder zurück in Paris waren, hat er mir noch zusätzlich ein Buch aus seiner Bibliothek in die Hand gedrückt. Über das Setzen des Lichts in den Bildern von Vermeer. Um den gleichen Effekt wie in den Bildern des holländischen Malers zu erzielen, hat er seine aufwendig gebauten Kulissen geschickt mit Kunstlicht ausgeleuchtet. Besonders gern hat Lagerfeld Werke bekannter Maler neu interpretiert. Hier hat er sich vom amerikanischen Künstler Edward Hopper inspirieren lassen. Sein langjähriger Verleger Gerhard Steidel war bei den meisten Aufnahmen dabei. Er hat 25 Jahre lang exklusiv alle Fotos von Lagerfeld gedruckt und mehr als 100 Bücher mit ihm gemacht. Eine enge und herausfordernde Arbeitsfreundschaft. Lagerfeld schickte gern mal Faxe um 5 Uhr morgens. Um 5:30 kam dann schon ein Anruf von ihm und er fragte, dann haben Sie das Fax gelesen? Ich habe gesagt, ja natürlich, ja, warum antworten Sie denn nicht gleich? Dann war er ungeduldig und sagte dann auch immer, bitte kommentieren Sie doch gleich nicht, dann können wir flotter zusammenarbeiten. Lagerfelds Arbeit war geprägt von den unterschiedlichsten Themen. Griechische Mythologie hat ihn besonders fasziniert. 2011 gestaltet er den Pirelli-Kalender, nicht mit 12, sondern mit 36 Fotos. Bei Lagerfeld mussten es eben 3 Bilder pro Monat sein. Vor seiner Linse zu stehen, das war selbst für Topmodels wie Kate Moss und Helena Christensen etwas Besonderes. Und der Franzose Baptiste Jabiconi ist durch ihn erst zu einem der erfolgreichsten Männermodels geworden. In der Ausstellung ist er allgegenwärtig. Baptiste hat in einer Helikopterfabrik als Monteur gearbeitet, nicht? Und er hat ihn irgendwie kennengelernt. Also auf Zuruf hat er verstanden, wie der Handlungsablauf für ein Shooting sein muss. Lagerfeld ist so sehr von ihm angetan, dass er ihm einen eigenen Bildband widmet. Während Baptiste sich minutenlang ekstatisch bewegt, schießt Lagerfeld unzählige Fotos. Den ausdrucksstarken Bildern steht in der Ausstellung ein eigener Raum zur Verfügung. Karl Lagerfeld, ein Visionär, der seine Ideen am liebsten selbst umgesetzt hat. Und wenn Unternehmen mal wieder nach einem aktuellen Bild von ihm fragten, dann fotografierte er sich selbst. Mit Selbstauslöser. So konnte er sicher sein, dass es perfekt wird. Heute wäre Karl Lagerfeld 86 Jahre alt geworden. Die Ausstellung im Ernst-Barlach-Museum in Wedel gibt es ab Sonntag zu sehen und dann bis zum 24. Februar. Uns gibt es morgen wieder zu sehen. Für heute verabschieden wir uns im Namen des gesamten Heute-Journal-Teams. Ja, und wünschen noch einen wunderbaren Abend. Tschüss. Ja. Guten Abend, meine Damen und Herren. Falls es Ihnen heute ein bisschen zu kühl war, mit Höchsttemperaturen zwischen 17 und 22 Grad, dann schauen Sie sich mal diesen Temperaturvorschaufilm bis Sonntag an. Denn am Sonntag erwarten uns in Deutschland Höchsttemperaturen zwischen 18 Grad an der Nordsee und 27 Grad am Oberrhein. Das hängt zum einen auch zusammen mit dem Hoch Friederike. Aktuell haben wir es noch mit dem Tief Hans zu tun und dann mischt sich ein ehemaliger Hurrikan unser Wetter ein, nämlich Dorian. Dorian
Böen wird morgen mit einigen Regenwolken hier von Nordwesten bei uns in Mitteleuropa ankommen. Und danach gibt es schon wieder einen ehemaligen Hurrikan, nämlich Gabriel. Und der wird unser Wetter dann am Freitag bestimmen. In dieser Nacht also fällt wenig Regen und das allenfalls an der Ostseeküste. Sonst ist es häufig klar oder es bildet sich Nebel bei Tiefstemperaturen zwischen 12 und 2 Grad. Und morgen erwarten uns dann Höchsttemperaturen zwischen 18 Grad an der Nordsee und 23 Grad zum Beispiel in der Lausitz. Nach etwas Nebel am Morgen geht es erstmal sehr sonnig los. Aber das ändert sich. Dann kommt ja der ehemalige Hurrikan Dorian heran. Der bringt Regenwolken am Nachmittag dann zwischen Sylt und dem Emsland. Und auch aus den Alpen heraus kann es etwas regnen. Am Donnerstag gibt es Regenfälle höchstens noch in den westlichen Mittelgebirgen. Am Freitag mit dem ehemaligen Hurrikan Gabriel dann an der Ostsee. Schönen Abend noch.